Wort Yawan, also in dem Wort Griechisch. Und nun haben wir schon erkannt, das Wort Taube und das Wort Jona, der Name des Propheten Jona, sind also auch wiederum eigentlich nur die erscheinende Form mit dem He, die weibliche Form des Wortes Yawan, Yod-Vav-Nun. Was also ist dieses Yawan? Was ist dieses Moment des Griechischen in der, auch in der geschichtlichen Entwicklung durchaus dann, zumindest der Reflex davon, aber vor allem auch in der Heiligen Schrift, vor allem jetzt in der Heiligen Schrift, wie sie auch den Christen als die Bibel bekannt ist, wo ja das gesamte Neue Testament eben in dieser griechischen Sprache, das sogenannte Alte Testament, der Alte Bund, die Schriften des Alten Bundes, das ist Hebräisch. Da gibt es auch ein paar aramäische Parts, aber im Großen und Ganzen, das ist Hebräisch. Dagegen die andere Seite, die Schriften des Neuen, des erneuerten Bundes, ist Griechisch, sind Griechisch. Was ist der Bezug von Griechisch, Griechenland und dieser Taubensymbolik und der Jona-Symbolik, dieser erst Flucht vor der Berufung und dann aber doch die Rückkehr, so wie die Taube erst in die Ferne gebracht wird, dann aber um die Aufgabe sozusagen zu vollenden, sie immer wieder zurückfindet, quasi intuitiv doch wieder zu ihrem Ursprung zurückkehrt und gerade dadurch dann ihre Funktion auch wirklich erfüllt, zum Beispiel im Sinne einer Brieftaube. Und was ist der Bezug zum Griechischen? In Bezug auf das Griechische als die Sprache des Neuen Testaments seien so Sachen angemerkt wie: Das Hebräische wird geschrieben und gelesen von rechts nach links, quasi vom Osten in den Westen. Wir haben in den Nachträgen zum Alphabet und den Zahlen im vierten dieser Pfeifenmonologe schon einmal darauf hingewiesen, dass der Osten mit dem Ursprung, mit der Vergangenheit, auch durch das Wort Kedem, was eben auch früher bedeutet und Ursprung, Kademon, dass da ein Bezug besteht und der Westen schon durch seine Farbe, der Techelet, der Vollendung des Blauen mit der Zukunft assoziiert ist. Und das können wir jetzt auch wieder als eine Richtungsangabe, sozusagen wie der Gang der Sonne vom Osten nach Westen geht, von der Vergangenheit in Richtung Zukunft, so ist eben auch, dass die natürliche Bewegung der Schöpfung, sagen wir mal in der Entwicklung, wie sie von ihrem Uranstoß der Schöpfung an in die Entwicklung, Zersplitterung, Entfaltung des Ganzen geht, eine Bewegung vom Osten in den Westen, vom Aufgang der Sonne in Richtung des Niedergangs der Sonne. Und zwar ist das gleichzeitig dann in der Schrift die Bewegung des Hebräischen vom rechtsseitigen Anfang in Richtung links, von Osten, dem Ursprung in Richtung Westen. Es wird ja auch gesagt, die Sprache, die Zeichenschrift der Griechen, besser gesagt, ist von einem gewissen Kadmos ihnen gebracht worden. Ich glaube, es wird dann gesagt, von einem Phönizier namens Kadmos. Und zum Bezug von Phönizien, Tyros und der Sprache, der Schrift insbesondere und dem Tempel, der eben auferbaut wird aus Materialien aus Phönizien, wohl auch schon was gesagt, sei hier vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Jedenfalls Kadmos der Griechen ist natürlich das hebräische Kedem, Kademon, der Ursprung, der Osten auch. Ein gewisser Mensch vom Ursprung her brachte also diese Zeichenschrift. Dieses Griechische wird dann auch laut Weinreb in der jüdischen Überlieferung durchaus hervorgehoben als nicht ganz unbedeutend. Also eigentlich wird natürlich die hebräische Schrift und dann noch ein bisschen so das aramäische als etwas Besonderes und besonders dem Heiligen, sagen wir mal, nahestehendes logischerweise empfunden. Gerade das Hebräische wird ja auch einfach die Sprache des Heiligen genannt. Lashon HaKodesh, Lashon Kodesh, die Zunge des Heiligen, die abgesonderte Zunge könnte man auch sagen, die für Gott aus der Welt ausgesonderte Zunge oder Sprache. Aber das Griechische wird eben explizit auch in seinem Bezug zur Heiligen Schrift anerkannt. Und natürlich wird das nicht in Bezug auf das erst später zeitlich betrachtet entstehende Neuen Testament der Christen gesagt, sondern, wenn man es jetzt historisch sieht, eher zum Beispiel auf die Septuaginta, die LXX, also die, sagen wir mal, jüdisch autorisierte griechisch Übersetzung des Alten Testaments. Wenn man es jetzt aber nicht auf dieses Historische reduzieren will in der Erklärung, könnte man halt auch sagen, dass das Griechische
quasi eine komplementäre Rolle einnimmt gegenüber dem Hebräischen des Ursprungs wird also das Griechische als die Rückführung gegenübergestellt. Denn so wie das Hebräische von Ost nach West führt, von rechts nach links geschrieben und gelesen, so führt dann das Griechische von links nach rechts gelesen und geschrieben von dem Westen zurück in den Osten. Und das kann man jetzt durchaus eben als diese Umkehr, die der Mensch tun soll zumindest, innerhalb der Schöpfung verstehen, dass eben quasi am tiefsten Punkt der ganzen Entwicklung, wo die 200 von diesem Wort Schöpfen, Bora, steht, dann die Umkehr stehen sollte. Der Mensch in der Mitte dieser Welt der Siebenheit, des siebten Tages, an der Dreieinhalb, ja auch eben die, als die Dreieinhalb Ellen, als die Größe des menschlichen Leibes und Körpers angegeben, eben die Dreieinhalb, diese Zahl der Umkehr, oder wo die Umkehr geschehen soll, zurück zum Ursprung, anstatt weiter in die Vielheit, die 7 und die 70 letztlich, die 200, die Dualität, bis in alle Zukunft auf die Spitze getrieben. Da steht also der Mensch an dieser Schwelle und kann die Umkehr angehen, kann das Stopp der Schöpfung entgegenrufen und in diesem Sinne eben aufhören, die hebräische Sprache für die Heilige Schrift zu benutzen, das rechts nach links schreiben und lesen von Vergangenheit Richtung Zukunft, sondern die genau entgegengesetzte Richtung nun anfangen, das Griechische, die Taube, Yawan, Jonah, der Prophet Jonah, das zurückbringen. Nachdem diese ganze Entfaltung nun geschehen ist, bis ins Äußerste, ist es eben Zeit, dass der Mensch seine Aufgabe wirklich vollbringt.